Shalom Aleichem. Wahrheit zu sprechen und nicht zu lügen. Vater, Mutter, Mann, Frau, Kollegen, Familie, Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen, es ist der Generalschlüssel zum feines und gutes Leben. Bei der Heiratsurkunde zwischen Mann und einer Frau steht es geschrieben, sie soll nicht verbergen und nicht verheimlichen, eine von dem anderen. Wenn ein Mann oder eine Frau verbergen und verstecken und erzählen nicht einer dem anderen über etwas, sollen sie wissen, es ist früh oder spät, Streit, Problem, keine Beziehung, keine Vertrauen. Es gibt Sachen, die muss man nicht 100% bohren und erzählen. Sachen von Vergangenheit, Sachen, die nicht mehr relevant sind. Aber Sachen, die präsent sind vom Leben heute. Gell? Man hört manchmal vom Paar, es ist unglaublich. Der Mann und die Frau, jeder macht Sachen für sich. Sie spart für sich und kauft für sich. Und dann erzählt sie nicht alles, was er macht. Und sie erzählt ihm nicht, was für ein Leben ist das. Wie kann man so einem Mensch Vertrauen geben, der dir lügt im Gesicht? Später sagt er dir im Bett, ich liebe dich, ich hab dich lieb und alles gut und alles fein. Wie kannst du glauben, so ein Mensch, der hinter deinen Rücken lügt und tut etwas Sachen nicht richtig? Das A und O, das Allerwichtigste am Leben, in Beziehung, in Familie. Warum bin ich so mit diesem Thema heute so wach und wichtig heute? Weil Honest, Ehrlichkeit, man muss nicht die ganze Welt, die ganze Wahrheit sagen. Lügen soll man auch nicht. Aber man muss nicht jeden private Sachen erzählen. Hast du dein Recht? Jeden Mensch braucht schützen seine privaten Sphäre. Aber seine eigene Familie, die Kerne, die gehören zur Ehrlichkeit. Ohne Ehrlichkeit, ohne Honest zu sein, dann hast du gar nicht in dein Leben. Vor ein paar Tagen hat einer von meinen Kindern etwas getan, der mir nichts Besonderes gefallen. Und ich wusste nicht, ob er wird zugeben oder nicht. Bin ich zu ihm gegangen, habe gesagt, hör mal zu. Ich habe an dir nur eine Bitte. Dass du mir die Wahrheit sagst. Wenn du mir die Wahrheit sagst, auch wenn die Sache gefällt mir nicht, passt mir nicht, nicht nach meinen Sinnen, nicht nach meinen Idealen, nicht nach meiner Methode als Vater, als Erzieher, als Chassid. Ich werde das akzeptieren. Und der Junge war stolz und mutig und er hat mir die ganze Wahrheit gesagt. Ich bin aufgestanden von meinem Stuhl, habe ich ihn umgearmt und geküsst, habe ich gesagt, du Kanone, du bist Totach. Kol Akavod, alle Achtung, mein lieben Kind. Ich hab dir so stark lieb. Weißt du für was? Für die Wahrheit. Für die Vertrauen. Alle Menschen machen Fehler. Ich auch. Jeder normale Mensch macht Fehler. Aber David Amelech, wenn Hashem hat ihm gefragt, was hast du gemacht? Er hat die Wahrheit gesagt. Chatati, nafalti. Hab ich gesündigt, hab ich gefallen. Und deshalb Hashem hat David Amelech so geliebt. Und David Amelech hat auch Hashem so geliebt. Weil sie haben mindestens eine mit dem anderen nicht gelogen. Lüge dir nicht selbst. Lüge dir nicht deine Familie. Lüge nicht deine Mishpoche. Die sind so wichtig an dein Leben. Auch wenn die Lüge ist schmerzhaft, muss man arbeiten, muss man wissen, klug, wie soll man die Sache miteinander bauen. Aber es ist besser langfristigen Schmerz und dann ruhiges Leben als kurzfristige Lügen. Und du glaubst, du hast Ruhe und später holt man alles nach in die Probleme. Alle Paare, die haben Probleme, ohne Ausnahme, haben einer dem anderen gelogen. Gelogen. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen. Paare, Beziehungen, Singles, egal wie. Egal wie ist die Konstellation von der Geschichte, die schlimmste Sache bei der Sache war, dass einer dem anderen nicht die Wahrheit gesagt und gelogen. Und der andere hat das entdeckt, per Zufall. Und manchmal ist es zu spät. Lüge nicht, eure Partner. Sag ihm die Wahrheit. Er ist das wert. Und du bist das auch wert, dass man dir die Wahrheit sagt. Wenn einer lügt, hat er Angst.
Und ein Lügner ist ein Schlimmer, weil er macht das am Tag, am Nacht, zum Groß und Klein, zu wenige, zu viele. Er kommt so rein in seine Einreden, dass ein Lügner beginnt schon langsam an seine eigenen Geschichten zu erzählen. Das ist selbst Einreden und das ist eine von den schlimmsten Suchten, die in dieser Welt gibt. Mehr wie alle anderen Sachen. Pass auf, nicht zu lügen. Shkoyach.